Nachdem ihr gelernt habt, die Intervalle grob zu bestimmen, kommen wir jetzt zur Feinbestimmung. Dies ist notwendig, um die Intervalle exakt zu bezeichnen. Eine Gruppe von Intervallen gibt es in großer und kleiner, eine in reiner und verminderter oder übermäßiger Form. Hier seht ihr, wie sich die Intervalle den jeweiligen Formen zuordnen lassen. Sekunde, Terz, Sechste und Septime sind groß oder klein, Prime, Quarte, Quinte und Oktave sind entweder rein, vermindert oder übermäßig. Für diejenigen, die sich Zahlen besser merken können, die Intervalle der Stufe 2, 3, 6 oder 7 sind demnach groß oder klein, Primen, Quarte, Quinte, Oktave 1, 4, 5 und 8 sind rein, vermindert oder übermäßig. Zunächst möchte ich euch ein paar Klangbeispiele bieten. Beginnen wir mit den großen und kleinen Intervallen. Hier werde ich euch zwei Beispiele vorstellen. Wir beginnen mit der Terz. Das war das Intervall, bei dem der obere Ton auf der dritten Stufe über dem unteren Ton liegt. Bevor eine Terz überhaupt gespielt werden kann, muss geklärt werden, ob sie groß oder klein ist. Ohne diese Angabe ist dieses Intervall überhaupt nicht spielbar. Hören wir uns nun die beiden Terzen im Vergleich an. Zunächst die große Terz. Die kleine Terz. Noch einmal mit getrennten Tönen. Und jetzt das Ganze mit einem anderen Intervall, der Sechste. Ich hoffe, euch ist der klangliche Unterschied bewusst geworden. Falls nicht, spult einfach nochmal zurück. Hören wir uns nun den Unterschied zwischen Intervallen an, die in reiner oder vermindert bzw. übermäßiger Form erklingen können. Die Quarte ist unser erstes Beispiel. Die reine Quarte, verminderte Quarte und die übermäßige Quarte. Nacheinander. Und das gleiche mit der Prime. Falls euch die klanglichen Unterschiede der einzelnen Intervalle jetzt nicht aus den Socken haut, ist es kein Problem. Spätestens bei der Analyse von Akkorden werden die Unterschiede der einzelnen Intervalle deutlich höher und spürbar gemacht. Ich fasse zusammen, was bisher zur Feinbestimmung gesagt worden ist. Es gibt Intervalle, die entweder groß oder klein sind. Es gibt andere Intervalle, die sind rein, vermindert oder übermäßig. In jedem Fall hat es erhebliche Auswirkungen auf die Klangqualität. Für die Feinbestimmung am Notenbeispiel hilft uns im nächsten Schritt das stumme Klavier. Nehmen wir also an, die Aufgabe wäre es, das Intervall G1 zu C2 fein zu bestimmen. Zur Feinbestimmung kommt man sicher durch das Zählen der Halbtonschritte auf der Klaviatur. Hat für die Grobbestimmung noch das Notensystem allein gereicht, so wechseln wir jetzt auf das stumme Klavier. Dort zählen wir die Halbtonschritte. 1, 2, 3, 4 und 5. Durch das Zählen der Halbtonschritte können wir jetzt genau schlussfolgern, welches Intervall vorliegt. Diese Tabelle findet ihr als PDF in der Videobeschreibung und sollte ab sofort in eurem Musikhefter liegen. In der linken Spalte seht ihr die Anzahl der Halbtonschritte und dahinter jeweils das zuzuordnende, feinbestimmte Intervall. Schon hier wird offensichtlich, dass Intervalle nicht immer eindeutig sind. Es gibt alternative Schreibweisen und daher auch alternative Bezeichnungen. In den nachfolgenden Beispielen werde ich darauf eingehen. Zurück zu unserem ersten Beispiel. Hier hatten wir 5 Halbtonschritte, das ist eindeutig, es liegt eine reine Quarte vor. Wir überprüfen das Ganze nochmal und zählen nochmal durch. Ganz wichtig, beginnen mit dem ersten Schritt. 1, 2, 3, 4, 5. Hier besteht mitunter Verwechslungsgefahr, da bei der Grobbestimmung bereits die erste Stufe mitgezählt wird. Bei der Feinbestimmung eben ab dem zweiten Ton
der den ersten Schritt bildet. Ja, das klingt kompliziert, ist es gar nicht. Wir üben es gleich mal am nächsten Beispiel. Hier haben wir ein C2 und dazu ein Fis2. Wir gehen wieder auf das stumme Klavier und zählen die Halbtonschritte. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zwischen C2 und Fis2 liegen also offenkundig 6 Halbtonschritte. Und laut Tabelle macht das entweder eine übermäßige Quarte oder eine verminderte Quinte. Hier haben wir so einen Fall, bei dem es nicht eindeutig ist. Da hilft uns, die Grobbestimmung. Wer sich daran nicht erinnert, klickt bitte auf den Link, der jetzt oben in der Ecke erscheint. Dort geht es nochmal zur Grobbestimmung. Führen Sie durch und erkennen 1, 2, 3, 4, 4 Stufen. Das heißt, es muss eine Quarte vorliegen. Und das Intervall mit der Quarte hier war die übermäßige Quarte. Das Intervall, das hier vorliegt, ist also offensichtlich eine übermäßige Quarte. Wie sieht denn aber die verminderte Quinte aus? Das könntet ihr euch fragen und ich will es euch zeigen. Ich zeichne dafür das Ges2 ins Notensystem ein. Das ist ein Ton, der klanglich identisch mit dem Fis2 ist, der sich allerdings, so sagt es die Grobbestimmung, auf der 5. Stufe befindet. Damit ist die Bedingung Quinte erfüllt, gleichzeitig aber auch 6 Halbtonschritte und es liegt daher eine verminderte Quinte vor. Eine Quinte nach der Feinbestimmung kann nur sein, was auch eine Quinte in der Grobbestimmung war. So, unterdessen habe ich schon mal das nächste Beispiel eingezeichnet. S1 zu C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 9 Schritte, da hilft uns die Tabelle. Eine große Sechste. Zwischen S1 und C2 liegt eine große Sechste. Damit endet dieses Video und auch die Reihe zur Bestimmung der Intervalle. Bitte testet euch auch selbst in Sachen Grob- und Feinbestimmung. Dafür seht ihr im Video 2 zur Grobbestimmung unten 3 Spiele und auch dem Video 3 zur Feinbestimmung werde ich noch ein paar Spiele hinzufügen. Nutzt diese Möglichkeit. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.